Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Passend zum Welt-Vegan-Tag machen wir heute eine Vorsuppe, und zwar eine Kürbissuppe mit Kokosnussmilch. Dafür benötigen wir einen Hokkaido-Kürbis. Den haben wir gut geschrubbt, weil den verarbeiten wir mit Schale. Etwas Ingwer, Zwiebeln, Kokosnussmilch, Salz, Pfeffer, Olivenöl, etwas Wasser, ganz bewusst Wasser. Weil wenn wir da jetzt mit einer kräftigen Gemüsebrühe rangehen, schmecken wir die Kokosnussmilch nicht. Curry, und dazu machen wir eine kleine Pizzateigstange mit Fleur de Sel. Wir starten mit der Suppe. Schneiden unsere Zwiebel klein. In den Topf geben wir etwas Olivenöl. Der Topf ist jetzt nicht so heiß, aber das macht in dem Fall überhaupt nichts. Zwiebeln kommen schon mal rein. Jetzt können wir nämlich unseren Kürbis machen. Das ist halt das Tolle am Hokkaido-Kürbis. Hokkaido-Kürbis mit der Schale lässt er sich natürlich super einfach verarbeiten. Ich schneide ein Stück ab. Kerne raus. Ein bisschen rüber. So. Dann wird er einfach sehr fest. Und was macht ihr? Einfach runterschneiden. Kleine Stücke schneiden. Zwiebeln fangen gerade an zu braten. Genauso soll es sein. Das passt das wunderbar. Dann kommt der Kürbis hinzu. Muss mal einen Esslöffel nehmen zum Rühren. Jetzt wird das schön angeschmirgelt, ohne großartig Farbe nehmen zu lassen. Schneiden wir uns mit Ingwer. Ein Stückchen Ingwer. Einfach geschält. Kommen einfach ein paar Scheibchen rein. Sehr gesund, gerade jetzt im Winter. Fleisch mit hinein. Pfeffern wir. Mehr Salz mit hinzu. Oder normales Salz, was ihr da so habt. Kommt einen schönen Teelöffel Curry. Mal ganz wichtig, dass man Curry in Fett hinein macht. Nur dann entfaltet er wirklich sein volles Aroma. Aber er verbrennt gleich. Das heißt, wir müssen jetzt schnell umrühren. Jetzt füllen wir erstmal mit ganz normalem Wasser auf. Das Ganze muss jetzt im Moment köcheln. In der Regel so knappe 10 Minuten, bis der Kürbis weich ist. Wir gehen jetzt um unsere Blätterteigstange. Ich habe hier einen Vollkornblätterteig. Der ist auch vegan, natürlich, ist ja heute Welt-Vegan-Tag. Gibt es in Biohäusern auch zu kaufen. Ich schneide den einfach mit dem Teigkräbchen ein bisschen hübsch. Überlegt mal, auch wir machen einen Zopf. Das müsst ihr natürlich jetzt nicht so kompliziert machen, ihr könnt auch einfach Streifen schneiden. So ein Zopf ist aber recht einfach gemacht. Rüberlegen. Genauso wie wenn man Haare flechten würde.
Backpapier vorbereitet. Kommt unser Fleur de Sel, das ist die Blume des Salzes, sagt man. Es wird abgeschöpft von mir. Sonnengetrocknet, super lecker, sehr kross. Das knackt so richtig. Ja, die geht 10 Minuten in den Ofen und dann passt das ziemlich genau. Genau, dann sehen wir uns wieder. Der Kürbis ist jetzt gar. Ihr seht, das Wasser ist auch gut eingekocht. Schon sehr sämig jetzt. Jetzt füllen wir Kokosnussmilch hinzu. Ach komm, was das für eine Farbe gibt, ne? So 100 Milliliter. So, für eine Person habe ich das hier gemacht. Ich muss ja auch mal alles gegessen werden. Ne? Kann er wegwerfen. So. Einmal aufkochen lassen. Herd ausstellen. Und schön aufmontieren. Schön schaumig. Schmeckt einfach samtiger, wenn dann mehr Luft drunter kommt. Das ist schon ganz wichtig. So, zur Seite. Dann richten wir an. Ich finde es immer schön, diese Mini-Portionen anzurichten. Ich kann auch ein bisschen mit der Kokosnussmilch darauf geben. Wie so eine Sahne, ne? Ganz schön aus. Und dazu haben wir unsere Fetterteigstange mit unserem Fleur de Sel. Eigentlich ganz einfach gemacht. Klar, der Fetterteig ist gekauft, aber ist wirklich sehr gute Qualität. Bon Appetit, wünsche euch euer Bierkoch.